Hallo, heute habe ich endlich meine aktuelle Haarpflegeroutine für euch. Das hatten sich super viele von euch schon ewig gewünscht und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, das Video zu machen. Ich nehme euch von Anfang bis Ende mit und zeige euch, welche Produkte ich unter der Dusche benutze und wie ich meine Haare wasche und dann auch, wie ich sie hinterher quasi style, wenn man das so nennen kann. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bevor ich meine Haare wasche, sehen sie meistens so aus, also ziemlich messy und unordentlich und nicht mehr frisch. Das liegt daran, dass ich meine Haare so selten wie möglich wasche und dann benutze ich am zweiten oder dritten Tag meistens Trockenshampoo, eins von diesen beiden hier meistens. Und dann schlafe ich auch meistens mit so einem Dutt auf dem Kopf und daher sehen meine Haare dann halt so aus, bevor ich sie wasche. Und ja, deswegen springe ich dann mit solchen Haaren unter die Dusche. Also ja, ihr seht mich jetzt gleich unter der Dusche und ich bin dann auch geschminkt, weil ich mich meistens unter der Dusche abschminke. Also nicht wundern. Als erstes mache ich meine Haare immer nass und dann benutze ich mein Shampoo. Momentan, seit ein paar Monaten, benutze ich dieses hier von Sebamed, das Anti-Schuppen-Shampoo. Das finde ich super gut, aber ich probiere immer mal wieder gerne neue Shampoos aus. Und das shampooniere ich dann einfach auf meine Kopfhaut und in meine Haare ein. Ich glaube, ich mache das so wie vermutlich jeder andere Mensch. Ich habe da jetzt nicht wirklich irgendeine Art von Routine. Und danach benutze ich dann meistens noch eine Spülung. Momentan brauche ich diese hier von Udo Walz auf. Die ist ohne Silikone und ich finde die auch ganz gut. Aber meine Lieblingsspülung ist die Allverde Glanzspülung, weil die noch ein bisschen dickflüssiger und cremiger und reichhaltiger ist, finde ich. Ungefähr einmal im Monat benutze ich eine Kur statt dem Conditioner. Das ist dann meistens eine von Balea, eine sehr günstige ohne Silikone. Aber das mache ich wirklich nicht sehr häufig und ja, das mache ich dann auch meistens außerhalb der Dusche und spüle die dann nachher wieder aus. Wenn ich in der Dusche meine Spülung einwirken lasse, dann rasiere ich mich in der Zeit. Ich liebe diese Shower Cream von The Body Shop und ja, die benutze ich besonders gerne zur Rasur. Und danach spüle ich dann meine Haare wieder aus. Wie ihr hier seht, wie vermutlich jeder Mensch seine Haare ausspült, ich weiß nicht. Und danach benutze ich diese Silberspülung von Basler, das hatte ich schon mal erwähnt. Man verdünnt die ganz stark, man tut 10 ml in einen halben Liter Wasser und spült dann damit durch die Haare und geht dann nicht nochmal mit Wasser durch. Und ja, das ist der letzte Schritt und dann gehe ich aus der Dusche raus und wickel meine Haare in ein Handtuch und dann schminke ich mich. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier geschminkt und bis dahin sind dann meine Haare etwas angetrocknet meistens, beziehungsweise wirklich nicht mehr sonderlich nass. Und dann kämme ich erstmal meine Haare. Dazu benutze ich meistens den Tangle Teaser, den gibt es bei DM zu kaufen. Und der ist sehr teuer für so ein Stück Plastik, aber ich würde das wirklich jedem ans Herz legen, besonders wenn ihr sehr feines Haar habt, was schnell verknotet, dann kann ich euch den wirklich sehr, sehr empfehlen, denn der kämmt die Haare sehr sanft durch. Danach benutze ich dann mein absolutes Lieblingsprodukt im Moment, nämlich die Bumble & Bumble Texture Cream. Darüber habe ich einen Blogpost geschrieben, den kann ich euch unten verlinken. Und davon nehme ich dann eine ganz kleine Menge und verteile die in meinen Händen. Und dann gehe ich damit einfach durch meinen Haaransatz. Also strubbel das da so durch und verteile das einfach so gut es geht, damit möglichst mein Ansatz etwas Volumen bekommt. Und danach benutze ich dann meistens noch irgendeine Art von Pflege für die Spitzen. Und das ist im Moment auch von Udo Walz diese Repair-Pflege-Sprühkur. Die verteile ich dann einfach an meinen Längen und wie gesagt hauptsächlich in den Spitzen. Und danach föhne ich meine Haare dann, aber auch nur, wenn ich Zeit habe. Und es kommt oft genug vor, dass ich absolut überhaupt keinen Bock habe, irgendwelche Produkte zu benutzen und mich einfach nur ins Bett lege und schlafe. Oder einfach meine Haare lufttrocknen lasse. Also denkt bitte nicht, dass ich jeden Tag meine Haare vollklatsche mit allem möglichen Zeug. Das ist wirklich nur, wenn ich Zeit und Lust habe und gerade meine Haare föhnen möchte. Aber es kommt auch oft genug vor, dass ich das einfach sein lasse, weil ich keine Lust drauf habe. Nach dem Föhnen, wenn meine Haare dann trocken sind, benutze ich meistens nochmal irgendeine Form von Pflege, die man dann in die trockenen Haare geben kann. Sehr, sehr gerne benutze ich dieses Glanzserum von The Body Shop. Das riecht unheimlich gut, aber da bin ich auch nicht super wählerisch. Da probiere ich auch ab und zu was Neues aus, zum Beispiel das Allverde Haaröl. Das finde ich auch ganz gut, auch wenn man da sehr aufpassen muss mit der Dosierung, damit die Haare nicht fettig werden. Oder auch dieses Repair Fluid, auch von Allverde. Das finde ich auch eigentlich ganz gut. Also da probiere ich einfach immer mal wieder was Neues aus. Und ja, an diesem Tag habe ich das Öl von The Body Shop benutzt und das einfach noch ein bisschen in meinen Spitzen verteilt, damit die Haare schöner glänzen und
weil ich das Gefühl habe, dass sie dann einfach gut riechen und hübsch aussehen, aber das mache ich auch nicht immer. Und das war's dann schon. Also so sehen meine Haare dann komplett fertig aus sozusagen. Das ist meine Naturstruktur. Also ich habe von Natur aus leider keine Locken, auch wenn ich gerne welche hätte. Aber ja, so sehen meine Haare dann halt aus. Das war dann also meine aktuelle Haarpflegeroutine. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und ich bin ganz froh, dass ich das Video jetzt noch gedreht habe, denn ich plane in der nächsten Zeit, meine Haare abschneiden zu lassen. Denn, wie ihr hier seht, nerven sie mich die meiste Zeit, einfach weil sie unheimlich lang und mir ständig im Weg sind. Und ja, ihr könnt mir gerne mal erzählen, was ihr so von langen Haaren haltet. Wie ihr seht, habe ich sehr langes und glattes und feines Haar. Falls ihr eher krauses oder lockiges Haar habt, dann verlinke ich euch hier jetzt mal Leonies Haarpflegeroutine. Da könnt ihr sehen, wie man krauses Haar am besten bändigen kann. Und hier gelangt ihr in die Playlist mit allen möglichen Frisurenvideos auf unserem Kanal, falls ihr da noch vorbeischauen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!